Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Und heute werde ich ein ganz besonderes Spiel spielen. Das hat mir der gute Riesler Basti empfohlen. Ihr findet seinen Kanal in der Beschreibung. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Und ich will jetzt nicht zu viel labern, sondern gleich reinstarten. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, ich spiele es blind. Und ich habe mir vorgenommen, weil ich zurzeit im RPG-Fieber bin, dass ich alles durchspiele. Ich bin Anfänger in Fire Emblem, nehmt's nicht zu streng, aber vielleicht ist gerade das auch das Spannende für euch zu sehen, wie sich jemand hier anstellt, der noch überhaupt keine Ahnung von der Spielereihe hat. Wir gucken uns erstmal den Trailer an. Ich glaube, das Spiel ist nicht auf Englisch, muss ich übersetzen. Da geht's um ein Königreich. Sehe ich das richtig? Drachen gibt's auch. Oh, ich liebe Drachen. Ich glaube, ein paar schnelle Kämpfe werden uns auch erwarten. Alright. Das macht ja Laune auf mehr. Wir beginnen gleich. Wir wollen es nicht auf Extrem spielen. Wir spielen ein neues Spiel auf Normal. So, und dann spielen wir den Anfängermodus. Es regnet. Ebene von Tailteam. Das sieht nach einer wilden Schlacht aus. Streiten sich zwei Königreiche, oder was? Das ist die Königin oder Prinzessin. Lass mir die in Ruhe. Kill ihn. Ich weiß nicht, ob das richtige Schuhwerk ist zum Kämpfen. War Nikolaus doch jung, ne? Jung und voller Elan.
Jetzt schwingt er nicht mehr sein Schwert, sondern nur noch seinen Sack durch die Gegend. Sag, Nemesis, erinnerst du dich noch an den roten Canyon? Dafür wirst du sterben. Stirb, stirb. Du hast mir alles genommen, was ich liebte. Die feiern uns. The Golden Sword. Das goldene Schwert, oder was ist es? Er ist fort, Mutter. Zeitsprung. Grüne Haare, interessant. Ist das eine Koboldfrau? Oh my. Na sowas. Was hat dich denn hierher gebracht? Redet sie mit mir? Wie kommst du denn hier rein? Es ist unhöflich, mich in einem Moment der Ruhe zu stören. Ken, ja, extrem unhöflich. Nun, komm zu mir, damit ich dich besser sehen kann. Frage ist, wen wir nehmen. Natürlich ein Mann. So jemanden habe ich ja noch nie gesehen. Sage mir, wer du bist. Ein Sterblicher. Verstehe, dann hast du sicher auch einen Namen. Lass ihn hören. Natürlich nennen wir uns Nook. Ist nur richtig, auf jeden Fall. Hm, an den Klang von Menschennamen werde ich mich wohl nie gewöhnen. Das ist doch kein Menschenname. Du müsstest doch auch ein Geburtsdatum haben. Unter welchem Mond und an welchem Tag wurdest du in diese Welt geboren? Monat des grünen Regens. Hier den Tag als random und welch wundersame Fügung. Du bist am gleichen Tag geboren wie ich. Bemerkenswert. Habe ich jetzt zufällig richtig geraten? Zwinker, zwinker. Hm, es fühlt sich so vertraut an. Es ist wohl Zeit für ein weiteres Nickerchen. Es ist fast an der Zeit für den Anfang. Hey, time to wake up. Hey, jetzt wach schon auf. Were you having that dream again? Hattest du wieder diesen Traum? Ich habe von einem jungen Mädchen geträumt. You've described her to me before. Du hast sie mir schon einmal beschrieben. Ich glaube nicht, dass ich so jemanden schon einmal getroffen habe. In any case, just put that out of your mind for now. Wie dem auch sei, vergiss das erstmal wieder. No place for idle thoughts. Auf dem Schlachtfeld ist kein Platz für derlei Spinnereien. Risking your life is part of the job for mercenaries like us. Unser Leben zu riskieren ist für uns Söldner unser tägliches Brot. Wenn man sich da in Gedanken verliert, ist man blitzschnell tot. Es reimt sich sogar. Okay, time to get gut,
Dann sollten wir mal aufbrechen. Unser nächster Auftrag führt uns ins Königreich. Ich habe es dir ja schon erzählt, es liegt weit weg. Wir müssen also bei Tagesanbruch aufbrechen. Natürlich. Meine Güte, draußen warten schon alle auf uns. Geralt, tut mir leid, euch hier zu stören, aber ihr werdet draußen gebraucht. Was ist los? Vergebt uns unser Eindringen. Wir würden euch nicht belästigen, wenn die Lage nicht ernst wäre. Was wollt ihr Kinder denn um diese Zeit hier? Wir werden von einer Räuberbande verfolgt. Ich hoffe, ihr werdet uns eure freundliche Unterstützung gewähren. Räuber? Hier? Es stimmt. Sie haben uns in unserem Lager angegriffen, als wir gerade ruhten. Wir wurden von unseren Gefährten getrennt und sind in der Untersaal. Sie wollen uns unser Leben nehmen. Und unser Gold noch dazu. Beeindruckt, wie ruhig ihr angesichts dieser Situation seid. Moment, diese Uniform. Räuber wurden von dem Dorf gesichtet. Oh Göttin, es sind viele. Sie haben euch also hierher gefolgt. Wir können das Dorf nicht einfach im Stich lassen. Kommt, wir rücken aus. Ich hoffe, du bist bereit. Kampf in der Dämmerung. Prolog. Eine unvermeidliche Begegnung. Ich lerne jetzt das Kampfsystem. Spielerphase. Kümmern wir uns um diese Diebe, bevor sie noch das ganze Dorf in Mitleidenschaft ziehen. Schalte zuerst die vorderen Gegner aus, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wähle eine Einheit aus und bewege sie neben einem Gegner. Während sich deine Einheit neben einem Gegner befindet, öffnet sich das Befehlsmenü. Wähle Angreifen und wähle dann aus, mit welcher Waffe du angreifen möchtest. Wir attackieren ihn mit der Eisenaxt. Ah, der ist schon angeschlagen, was ich sehe. Schöne Animation. Haltbarkeit. Eine Waffe ist kaputt, wenn ihre Haltbarkeit auf Null sinkt. Du kannst mit einer kaputten Waffe weiterkämpfen, aber Kraft und Treffer sind verringert und Gegner können leichter Folgeangriffe durchführen. Waffen können nicht im Kampf repariert werden, also sei vorsichtig. Kann hier nicht nochmal attackieren, oder? Gehen wir den nächsten. Das müsste jetzt reichen. 13, ja. Er geht down. Um das Kartenmenü zu öffnen, drücke den A-Knopf, wenn der Cursor über einem Feld ist, auf dem sich keine wartende Einheit befindet. Hier kannst du Lesezeichen erstellen, Tutorials ansehen und mehr. Phasen im Kampf. Wenn alle Spielereinheiten am Zug waren, endet die Spielerphase und es beginnt die Gegnerphase, in der alle gegnerischen Einheiten an der Reihe sind. Du kannst die Spielerphase vorzeitig beenden, indem du im Kartenmenü Beenden auswählst. Müsste das hier sein. Wir rücken vor, während wir uns weiter vor dem Gegner schützen. Bezieht im Wald Position. Geländeauswirkung. Bestimmtes Gelände beeinflusst die Statuswerte der Einheit, die sich darauf befindet. So erhöht der Wald beispielsweise Ausweichen und Verteidigung.
Bewege deine Einheiten in vorteilhaftes Gelände und bereite dich auf den Kampf vor. Ja, wir nehmen die mal nach vor. Die kann sich ja gar nicht bewegen. Kampfbogen. Bögen ermöglichen dir Angriffe aus größerer Entfernung, wobei ihr Trefferwert mit zunehmender Distanz sinkt. Sie sind sehr wirkungsvoll gegen Flugeinheiten wie Pegasus-Ritter und Wyvern-Ritter. Ready and willing. Da könnt ihr jetzt mit dem reden. Dank euch haben wir sogar eine Chance, das hier in einem Stück zu überstehen. Wer hätte gedacht, dass ich in einem abgelegenen Dorf wie diesem auf so fähige Söldner treffen würde? Das Glück ist mir wahrlich hold. Vor. Das Bewegungssystem habe ich noch nicht überall verstanden. Das ist Verteidigungsgelände. Das ist gut. Ja, so ist es gut. Im Wald können wir es mit ihren Angriffen aufnehmen, nun, ohne unseren Vorteil zu verlieren. Geländearten. Wald ist nicht die einzige Geländeart, in der du kämpfen wirst. Halte nach weiteren Arten Ausschau wie Dickicht und Heilfedern. Du siehst die Auswirkungen des Geländes, indem du mit dem Cursor darüber fährst. Drücke den X-Knopf über einem leeren Feld, um Geländeinformationen und Einheitensymbole ein- bzw. auszuschalten. So, nachrücken. Okay, langsam verstehe ich's. Nein. Ah, daneben, sehr gut. Nook, das ist eine gute Gelegenheit. Setze die Kampftechniken ein, die ich dich gelehrt habe. Kampftechniken. Kampftechniken sind spezielle Waffentechniken, die deine Einheiten erlernen können. Diese mächtigen Angriffe verbrauchen mehr Haltbarkeit als gewöhnlich und erlauben keine Folgeangriffe, sofern nicht anders angegeben. Wenn der Fähigkeitslevel für eine bestimmte Waffe bei einer Einheit steigt, erlernt diese Einheit eine dementsprechende neue Kampftechnik. Es gibt allerdings keine Kampftechniken für die Fähigkeiten Vernunft oder Glaube. Diese Fähigkeiten gewähren stattdessen Magie. Ich habe noch nichts. 13. Schlägt aber zurück. Darf nochmal. Der kommt zur Hilfe. Ich könnte jetzt hier was usen. Sturmlanze. Eisenlanze. Ja, das ist voll Overkill, das dachte ich mir schon. Perfekt. Schweifschuss. Boah, das ist cool. Nimmt aber nicht so viel Damage, wie ich gedacht hatte. Der kann überhaupt nichts machen. Mit dem nochmal. Fünf Damage, Edelgard. Aber schlägt gut zurück. Kenne deine Grenzen. Yes.
ist sie dran, oder? Oh, nice. Never underestimate an outsider. Unterschätze niemals einen Außenseiter. Items verwenden. Wenn du im Menü die Option Items auswählst, kannst du deine ausgerüstete Waffe wechseln oder verbrauchbare Items, die das Heilmittel benutzen, das die Kraftpunkte KP deiner Einheit wiederherstellt. Ist schon fertig hier.